Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cyberpunk. Jetzt mit hoffentlich keinen Soundbugs mehr, so wie gestern. Das Update ist nun installiert. Gucken wir mal, ob es sich was gebracht hat. Es sollen ja die schlimmsten Bugs wieder behoben worden sein. Wir gucken. Also es hat auch übelst lange gedauert. Oh mein Gott, ich habe gestern, glaube ich, bestimmt 2 Stunden an diesem Update. 2 Stunden. 3 bis 4 Stunden an diesem Update gesessen. Wo muss ich denn hin? Nee, ich muss dahin. Wie komme ich denn dahin? Echt jetzt? Komm ich denn da hoch? Das schaut so aus, als könnte man da hochspringen. Man kann hier hochspringen. Es gibt bestimmt auch einen einfachen Weg, aber ich finde ihn gerade nicht. Kann ich die treten? Finde ich jetzt lustig. Dann müssen wir hier hoch. Ich dachte gerade, das wäre ein Hirsch. Da! Rette Lina aus dem BD-Geschäft. Was für eine Scheiße. Sieht nach einem Überfall aus. Finger am Abzug weh. Ja, dann Finger am Abzug. Binde Lina. Das schaut aus. Die sind da dahinter. Aber vielleicht sollte ich... Ah! Warum leuchten die denn? Was läuft denn hier für eine Scheiße? Ja? Hast du was dazu zu sagen? Ich bin Lina Malina, die heißeste Bitch von Dogtown. Aha. Okay. Zeit, die Party in Schwung zu bringen. Hey, Süße. Genug geglotzt. Meine Augen sind hier oben. Schlag den Wichser der Schädel ein und bring mich heim. Lass den Scheiß, du Vollhonk. Was ist denn los hier? Kann man irgendjemand... Die Bleiberne, da ist mein Kumpel und Partner. Tool. Und ich dachte, unsere Partnerschaft wäre bescheuert. Ja, ich finde unsere Partnerschaft eigentlich ganz cool im Vergleich zu den zwei. Gehen wir mal hoch, bevor es sich zu sehr aufregt. Ich kann das erklären. Ja, ich bin gespannt. Witzig. Ja? Ich spür's. Alter. Ich sollte drehen. Du versaust mir den Umsatz und den Ruf. Er hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Lina Malina. Aber nur mit den Haaren her. Okay, ich glaube, ich kann mal meine Waffe wieder wegstecken. Ich kann meine Waffe nicht wegstecken. Ich kann meine Waffe nicht wegstecken. Du warst schon von Beginn an ein mega Fan von Lina. Zieht sich all ihre BDs rein. Vor ein paar Tagen gab es hier eine Überspannung. Typisch Dogtown. Das BD-Headset hing am Strom, weil Tool gerade Lina war. Der BD hat ihm die Synapsen verbrutzelt. Jetzt denkt er, er wäre wirklich Lina Malina. Redet wie sie, benimmt sich wie sie. Der ganze Scheiß. Wo du den ganzen Scheiß eh schon weißt, hab ich vielleicht einen kleinen Job für dich. Okay. Wer ist diese Lina überhaupt? Sie dreht BDs. Gonzo-Kram. Aber mit mehr Glitter. Aha. Was ist Gonzo-Kram? Hängt mit der Gang ab, fickt DJs, nimmt Designer-Drogen, fetzt in aufgemotzten Karren rum und ballert aus dem Fenster. Hm. Klingt nach einem lustigen Job. Klar. Das ist schon etwas komisch, aber was weiß ich schon. Bin ja kein Ripper. Wo du schon mal hier bist, ich zahle gut, wenn du mir mit einer Kleinigkeit hilfst. Ja, dann rück raus, hopp jetzt. Ich will aus dieser Scheiße wenigstens Kapital schlagen. Klar soweit? Nicht wirklich. Der Laden läuft nicht so. Niemand kauft unsere Aufnahmen. Und Hansons Mieten sind gepfeffert. Klar, der Kopf ist ein Blickfang. Aber mal ehrlich... Dogtown ist nicht mit dicken Brieftaschen gesegnet. Ich kenne die Stimme, woher denn? Ich bin Profi und koste auch entsprechend. Frag lieber einen Schum. Hey, ich brauche jemanden, der was aushält. Kann sein, dass Linas illustre Horde von Gangs... Das ist Ding von Tour in the Half Man. Nee, nicht Charlie Sheen, sondern der andere. Du musst deinen Krankenfall Geld machen. Nee, was soll ich denn machen? Du willst Kundschaft an Land ziehen. Kapiert, aber... Was hab ich damit zu tun?
Ich muss hier bleiben und aufpassen, dass Tool sich nichts antut oder noch was kaputt macht. Du holst Lina für einen BD-Dreh her? Und die Zusammenarbeit nennen wir dann Doppelgangbanger. Mhm. Lina kriegt neuen Content und ihre Fans rennen uns in die Bude ein. Win-win! Hast du keine Angst, dass Tool für immer so bleibt? Na, oh, der wird schon wieder. Nach Navirto sind viele erstmal gaga, habe ich alles schon gesehen. Hab mehr Angst davor, wenn die Säcke von Barges zum Eintreiben kommen. Weil wir verdienen gerade so viel wie ein Joytor mit Potenzstörung. Lina ist reich und berühmt, kriegt solche Angebote sicher dauernd. Warum sollte sie ausgerechnet uns helfen? Nicht ganz. Sie vermarktet sich als Star, weil es sich verkauft, aber eigentlich wartet sie noch auf den großen Durchbruch. Ah, komm, gib okay. Mich hilft dir. Hier. Ich brauche nur ihre Adresse. Kriegst du. Und wenn wir was Gutes drehen, gibt's noch was obendrauf. Großartiger Plan. Was soll schon schief gehen? Ich will ehrlich gesagt nicht das, was es obendrauf gibt. Weil das kann nur etwas sein, das ich nicht sehen möchte. Moment, ich muss ja mal Waffe wieder wegstecken. So. Ab nach hier drüben. Wie komme ich denn von... Da ist eine Treppe. Ich kann sagen, wie komme ich denn von hier? Where is Johnny? In meinem Kopf. Sehr präsent in meinem Kopf. So. Warum wird hier eigentlich überall Das ist... Ja. Das war tiefer als gedacht. Entschuldigung. Ich dachte nicht, dass das so hoch ist. So, erst gucken, dann hüpfen. Ah, guck mal, da ist Wasser. Dann kann ich doch da in das Wasser hüpfen. Oh, das ist ja richtig tief. Holy shit. Was ist hier denn los? Ich dachte, das ist so ein kleiner Brunnen. Das ist vieles, aber nicht klein. Ja, da ist jemand tot. Kann ich nicht mehr scannen. What the fuck? Kann ich hier mal hoch? Okay. Holy. Ich dachte, ohne Scheiß, ich dachte, das wäre so ein flacher Brunnen. Nicht, dass da ein komplettes Meer ist. Achso, nee, ich will nicht wieder untertauchen. Moment. Ich muss hier raus. Eieieiei. Okay, aber wir haben irgendeine coole Waffe anscheinend bekommen. Die hieß Kiroshi oder so. Dafür, dass wir die wahrscheinlich eh nicht hernehmen werden. Weil ich mit meinen aktuellen Waffen sehr zufrieden bin. Weil die durchaus One-Shots sind und ich mag das. Wir können noch... Das ist wieder was abgestürzt. Das kann ich looten. Das ist da oben, oder? Das hört sich zumindest an, als wäre es da oben gelandet, weil da oben ist... Ja, da oben ist ein bisschen... Hallo, dürfte ich meine Waffe ziehen? Okay, ich brauche meine andere Waffe. Hallo. So, Entschuldigung. Ich war kurz etwas abgelenkt. Wer schießt denn noch auf mich? Du schmeißt ja die Granate. Aua, 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 aua. Aua, aua, aua. So. Will ich nicht. Ich will doch einfach nur looten. Das war's doch schon. Okay. Der Linken. Dann holen wir mal den ganzen Quatsch hier raus. Wir brauchen ein... Nichts davon. Wir brauchen ein B.
BD, ein 1C, ein 1C, ein 1C. BD, 1C, 1C, 1C. Sehr gut. Nehme ich gerne alles mit. Du hast so viel dabei. Oh, das ist schlecht. Wenn ich zu viel dabei habe, dann kann ich doch... Ich habe immer noch Sachen zum Null. Ich gehe mal mit meinen technischen Fähigkeiten weiter hoch. Ich brauche mal wieder neue Relic-Sachen, ne? Intelligenz. Was habe ich denn da noch? Rückverfolgungsworte nach einem Takedown. Speicherkosten. Speicherpunkte wieder her. Was ist das? Das betrifft nur Smartwaffen. Ich glaube, ich habe keine Smartwaffen, ne? Das geht ja mit uns zu bereiten. Das Gegner wird an der Speicherkosten dafür hergestellt. Nee, ich gehe mal Coolness. Bringt mir jetzt auch nicht so viel. Technische Fähigkeiten. Alles aber, wer erhält eine weitere Wertmodifikation? Ich gehe mal damit. Genau, Inventar. Handfeuerwaffe. Ich habe da ein paar. Aber die sind alle schlechter als die, die ich, logischerweise, als die, die ich jetzt habe. Aber ich kann die ja zerlegen. So schaut's aus. Bis auf die gelben. Die Ach, die da, die Kabuki. Irgendwas habe ich gekriegt. Alter. Diese ganzen Legendären müsste ich mal eigentlich zu mir in die Wohnung bringen. So. Da haben wir noch ein Messer. Noch ein Messer. So. Dann habe ich jetzt, glaube ich, ja 154 von 265. Okay. Cyber... Oh, die kann ich alle updaten. Holy shit. Ist das mein Doppelsprung? Ich glaube schon. Inventar. Nee, ich muss, Itemherstellung. Upgrades. Was brauche ich denn für mein... Oh, ich kann mein Scharfschützengewehr upgraden. Zu noch mehr... Schaden. Welche Hand? Da, die Handfeuerwaffe. Die kann ich auch upgraden. Noch mehr Schaden. Upgraden. Okay, Scharfschützengewehr kann ich auch noch upgraden. Sehr gut. Perfekt. Herstellung, das da. Herstellen. Einfach das Maximum. Okay. Dafür brauche ich diese. Die kann ich auch herstellen. Sogar einige davon. So, dann kann ich davon wieder Sachen herstellen. Okay. Die kann ich auch herstellen. Das ist ja praktisch. So, und dann die hier. Zum Verringern wir natürlich auch... Ach nee, die haben alle gar kein Gewicht. Ist jetzt ungünstig. Okay, aber die kann ich auch wieder herstellen. Yay! So, kann ich jetzt wieder irgendwas upgraden? Wahrscheinlich nicht. Nee. 200 brauche ich dafür. Ja gut, ich habe eh schon eine ikonische Waffe. Alle, die macht 700 Schaden und die macht auch 89 Schaden. Holy shit. Okay, aber wir haben... ein bisschen was hingekriegt. Ich müsste mal wieder Sachen verkaufen. Ich habe, ich glaube, so viel Schrott dabei. Ich will gar nicht mal... Yay, da bist du 17 Techie. Warum habe ich das denn jetzt geschafft? Da. Ich habe nämlich so viel unnützes Zeug dabei. Komme ich hier runter? Ja, von hier bin ich da. Ach, Julie hat mir geschrieben. Okay. Ich muss noch 250 Meter nach da hinten. Okay. Let's go. Okay. Dann holen wir Lina aus ihrem Zuhause noch raus. Ich muss sagen, ich bin extrem happy, dass der Sound wieder funktioniert. Ich hatte echt ein bisschen Angst, dass der jetzt mich jetzt daran hindert, Cyberpunk weiterzuspielen.
Weil das hätte ich euch nicht angetan. Wäre er jetzt immer noch da, das hätte ich euch nicht angetan. Wirklich nicht. Hätte ich lieber ein bisschen gewartet. Mögen die mich hier, oder? Schalte die lieber aus, bevor die unser Sternchen klauen. Ich will erst mit denen reden. Achtung. Könnten ja Chums von Lina sein. Hi. Soll ich dir das Krumm ausreißen? Nicht? Dann verpiss dich. Netter Bruder. Wer wohnt hier? Geht dich ein Scheiß an. Einfach weitergehen, Chum. Ich will meine Waffe nicht. Witzig. Ich habe bei der Leichenlotterie gesetzt. Und weißt du was? Es fehlen nur noch 4 Leichen zu meiner Glückszahl. Ich reiß dich in die Zunge! Ich bin in einer denkbar schlechten Position. Wo ist der Rest? Da ist der Rest. Ach, da oben. Geht klar. Von wo? Von wo? Von wo? Wo? Von... Sind die jetzt tot? Wo war der denn? Ich hab dich nicht gesehen. Ich find's auch geil, wie der da einfach so chillig sitzen bleibt. Die schießen alle und der chillt da erst mal seine Base. Okay. Ah, guck mal, die hat da was verloren. Ah, Nase juckt. Okay, dann gehen wir doch mal hoch. Die hat auch bestimmt... Oh, Mr. Hands, hallo. Ganz kurz nur, wie. Netwatch hat einen Jäger losgeschickt. Sei vorsichtig, ja. Wie bitte? Bree Whitney hat ihnen die Militech-Daten verkauft und ist abgetaucht. Wow. Jetzt jagt Netwatch alle, die davon wissen. Ist wohl Berufsrisiko. Pass auf dich auf, wie. So eine dumme Kuh. Verdammt, die hat mich verarscht. Miese Kleine. Hallo. Nicht da. Also warten wir. Kann ich nicht da irgendwo... Ach so, da warten. Okay. Ich dachte gerade, ich muss jetzt irgendwo was anderes finden oder noch mal warten, bis ich die Tür aufbrechen kann. Oh, moin. Shit, da ist Lina. Tu so, als wärst du jemand Wichtiges. Und trag dick auf mit der Studio-Coolness. Spar dir die Regieanweisung, Johnny. Oh, hi. Scheiße, hast du gesehen, was passiert ist? Das war schon so, als ich ankam. Die waren schon so, als ich ankam. Falsche Zeit, falscher Ort und so. Mein Beileid. Also, wenn das deine Chums waren. Oh, na toll. So eine Sauerei. Muss Melanie anrufen, sie soll das Casting wieder aufnehmen. Wie auch immer. Willst du ein Autogramm oder so? Ich bin bedient, gerade habe ich angewiesen. Ich könnte einfach die Wahrheit sagen. Okay. Sagen wir die Wahrheit. Tool hat einen Unfall, ist durchgeknallt und nur ein Treffen mit Lina kann helfen. Wenn sie tief genug in sich gräbt, findet sie vielleicht noch einen Hauch Mitgefühl. Bitte. Die Braut ist ein BD-Produkt. Meines Wissens haben Produkte gar keine Gefühle. Hey, wach auf! Entschuldigung. Red ich hier gegen eine Wand? Nee, aber ich musste erst mit meinen... Ah. Ich bin Talentscout für BD Syndicate. Und... Ich habe da die perfekte Rolle für dich. Wir drehen den Pilot für eine neue BD-Show. Wenn sie läuft und die Chemie mit deinem Kurs da stimmt, geht es direkt in die Produktion. Mach mal langsam an. Ich bin zwar leicht zu haben, aber nicht billig. Und ohne Vorschuss läuft nichts. Ja, du easy. Gar kein Problem. Transfer läuft. Wow, du weißt, wie man Frauen beeindruckt, was? Ich hab's Geld. Also ist es abgemacht? Da. Hast du das Drehbuch für mich? Brauchst du nicht. Ist alles improvisiert. Hier ist die Adresse. Wir sehen uns heute Abend. Der Produzent Schenk wartet dort auf dich. Oh,
muss mich schminken, die Nägel machen. Danke, Schätzchen. Ciao. Easy. Da guckst du, ne? So. Ja, die 10.000 können wir verkraften. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Shank! Dann Brandon, bereite du schon mal drauf vor. Shank. Oh, scheiße, nicht schlecht. Ich sag dir Bescheid, wenn sie hier ist, so solltest auch mein Dreh dabei sein. Ich weiß nicht, ob ich da dabei sein möchte. Wirklich nicht. Okay, wir müssen warten, bis Shank mir morgen eine Nachricht schickt. Das heißt, wir können mal gucken, was uns, wer uns sonst so alles noch geschrieben hat. Okay, warte. Alex. Geht man nicht gut um, Herr Majesty. Eine zuverlässige Knarre gibt es nicht. Sie hat mir schon solche Male, etliche Male den Arsch gerettet. Wäre doch schade, wenn sie nichts mehr zu tun hätte. Ich kümmere mich drum. Ich weiß nicht, wer sie ist. Also ich weiß, dass wir mal eine Waffe gekriegt haben, aber ich weiß nicht mehr, wie die ausschaut. Hey, Reed hat mir erzählt, dass du nicht gerade gesund bist. Klang übel, ziemlich ominös. Muss ich irgendwas dazu wissen? Ich meine, wenn wir zusammenarbeiten, muss uns aufeinander verlassen. Meine Uhr tickt und das dank einem Relic-Prototyp in meinem Schädel, den man nicht entfernen kann, ohne mich bloß schneller umzubringen. Sagen hat mir ein Helm mit versprochen, jetzt bin ich hier der Sache dabei. Wir sagen dir die Wahrheit. Scheiße, das klingt ja noch schlimmer und seltsamer, als ich erwartet hätte. Du weißt, warum ich das frage, wenn du auf einmal mitten während der Mission umkippst. Ich bin einfach ein bisschen kurz, hab alles im Griff. Ja, wirklich alles im Griff. Die haben mir jetzt noch nie so... Weißt du, was ich als allererstes gelernt habe, als ich den Metroplex-Slums aufgewachsen bin? Sowas wie völlige Kontrolle gibt es nicht. Vor allem, wenn man extrem externe Faktoren es noch komplizierter machen, wie wenn man sich auf Leute verlassen muss, die nicht vertrauenswürdig sind. Meine Familie hat die Realität einfach aufgegeben, sich Bedis reingezogen, sich vom Fieder ununterbrochen Proteininjektionen und Drogen in den Körper pumpen lassen. Mein bester True aus der Kindheit ist ins XPD-Geschäft eingestiegen und hat mich mitgesteppt und mich dann hängen lassen. Ja, schade. Scheiße für dich, ne? Wie oft man solche Geschichten hört. Aber es ist ein ganz schöner Aufstieg. Als Jugendliche habe ich von der Traumfabrik fantasiert, wollte ein Star werden. Stattdessen habe ich ein BD-Studio gefunden, das nicht auf der Suche nach neuen Talenten war, sondern nach potenziellen FIA-Agenten. Also habe ich meine Zukunft in Agent gesetzt und auf einen Mann, den ich als Freund ansah. Und dann bin ich doch nur in einem anderen Slum gelandet. Insofern, wenn mir jemand sagt, dass ich mir keinen Kopf machen muss und er alles im Griff hat, dann weiß ich genau, dass das Schwachsinn ist. Stehe ich kann dir trotzdem versichern, dass meine Krankheit bis im Griff habe, stehe ich das nicht hängen, das verspreche ich dir. Ich verspreche es ihr. Wenn du meinst, oh wow, das ist ja nett, sich mit dir zu unterhalten. Jetzt kannst du dich in der Kunde treffen. Ich schicke dir erst so. Das war noch wegen Bree. Hoppala. Danke, soll ich eigentlich noch nie nein. Das ist irgendein Auftrag, den wir von ihm kriegen. Ja, mir geht's gut. Danke nochmal, du weißt schon wofür. Du bist beim Buddy, ich hoffe, das weißt du. Michael hat sich immer noch nicht gemeldet, aber bestimmt bald. Ich sag Bescheid, wenn ich was Neues weiß. Super. Wir sind nicht so der Typ, der was auf Nachrichten zurückschreibt, ne? Wir lassen das einfach so. Kann ich da Leute wegschmeißen oder ist das eine Kiste? Da kann ich Leute wegschmeißen, okay. Dann, ach so, wir brauchen einen neuen Alex Safe House. Wir haben hier noch was. Finde Aaron. Dann finden wir doch mal Aaron. Wir gehen zuerst zurück zu irgendeiner Straße, damit ich zumindest ansatzweise mit dem Auto fahren kann. Da ist sogar gerade eins. Na? Aber will ich das jetzt rum... Nee, ich will das jetzt nicht rumbringen. Wir... Da. Wir gehen... jetzt in Richtung Aaron und schauen, ob wir den finden.
Achso, ich muss da sogar hier lang. Geht mal da weg. Ich muss hier kurz vorbei. Wow. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die jetzt hinter mir her sind oder nicht. Ach, wir haben gerade einen Sandsturm, deswegen. Oh Mann, ey. Ich dachte, warum sehen wir denn nichts? Ich finde es so geil, dass sich das Wetter hier ändert. Okay. Also die Probleme mit der Straße haben sie noch nicht gelöst. Aber ist okay. Ich muss da hoch. Wie komme ich da hoch? Wahrscheinlich drinnen, ne? Tag, Tag, Tag. Ich muss hier... Oh Gott, Alter. Das Licht hat mich gerade... Wer denn? Wo denn? Was denn? Ach so, oh Gott. Die haben gerade Ton nachgeholt. Es fällt schon wieder irgendwas vom Himmel. Hi. Wer von denen ist Aaron Waynes? Der Rechte. Aaron? Orange Shorts. Und wer ist der andere? Will Corey. In Dogtown geboren und aufgewachsen. 100 von der Wette. Bist du dabei? Letzte Chance. Ich setze auf Aaron. Okay. Ich setze auf Aaron. Was ist los, Johnny? Kann ich den nicht einfach schießen und dann hat er trotzdem gewonnen? Das war's. Es ist vorbei. Yay! Waynes gewinnt durch K.O. Er ist einfach viel zu stark. Mit dem Kampf mal nicht wegzuschmeißen, ha? Fick dich, Will. Und du, Aaron, ich muss mit dir reden. Guter Kampf. Echt starke Rechte. Danke. Ich bin Vee. Fred schickt mich. Wow. Der Alte meinte, er kennt jemanden. Ich dachte, er lügt. Ich bin keine Lüge, keine Sorge. Es gibt da etwas, um das ich mich kümmern muss. Mit gefährlichen Leuten. Dafür brauche ich jemanden, der knallhart ist. Der mir dabei den Rücken frei hält. Interesse? Sonst wäre ich nicht hier. Okay. Ich helfe dir. Worum geht's denn? Bei den Scavs gibt's eine Klinik, die gehört einem Ripper namens Damir. Ich kenne ihn aus meiner Zeit bei den Animals. Unsere Crews haben eng zusammengearbeitet. Mein nächster Kampf ist echt wichtig. Muss vorher zu Damir. Und dabei brauche ich deine Hilfe. Gegen wen trittst du an? Vince Marino. Kennst du den? Victor. Der Name sagt mir was. Glaube ich. Weißt du, ein guter Freund von mir liebt es, übers Boxen zu tratschen. Nun, Vince ist ein ehemaliger Schwergewichtschampion. Gute Technik, super Distanzkontrolle. Nicht mehr ganz jung, aber er schlägt zu wie ein Presslufthammer. Ein Albtraum für einen Boxer mit meinem Stil. Lässt du einen Ripper dein Chrom vor dem Kampf übertakten? Wie kommst du denn darauf? Ich kenne ein paar Boxer, hab selbst gekämpft. Aber selten in einem echten Ring. Ah, Fred lässt dich in seinen Hobbykämpfen antreten. Hast du jemanden Bekannten besiegt? Der letzte Turnierkampf steht noch an. Ha, dann geht es uns ja gerade ähnlich. Okay, warum muss... Scavs. Ich frage mal da, jeder hat seinen Ripper-Doktor, zu dem er gerne geht. Warum brauchst du Schutz vor den Scavs? Ich dachte, ihr arbeitet zusammen. Nicht ich. Meine Gang. Oder eher Ex-Gang. Aber Damir ist ein anständiger Typ. Der hilft mir. Wir müssen nur zu ihm. Es ist eine scheiß Geschichte, Vee. Den Rest erzähle ich dir dort. Also, sind wir uns einig? Sag mal, die Animals, hast du die Gang fürs Boxen verlassen? Die Gang hat mich erst unterstützt. Mit Training, Implantaten,
Aber ich hatte bald die Schnauze voll von Kompromissen. Boxen war mir wichtiger. Die Gang fand das nicht so toll. Es war am Ende keine freundschaftliche Trennung. Alles klar. Ich helfe dir. Perfekt, danke, Vi. Ich muss hier noch ein paar Sachen erledigen und so. Danach sehen wir uns in Terra Cognita. Okay. Supi, danke. Dann verpieseln wir uns mal von hier und vom Sandsturm. Weil wir sind schon am Ende von der Folge angekommen. Wir machen da beim nächsten Mal einfach weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.